Dem Urban Sports Club gehört komplett die Anfangsphase gegen das favorisierte Team von Arts and Bits. Tor um Tor erzielt der Urban Sports Club in den neuen Trikots. Bis zur Pause steht es 5:0. Und auch nach dem Seitenwechsel zunächst das gleiche Bild. Das Team in Grau zieht weiter davon und führt zwischenzeitlich mit 7:0. Erst dann kommt Arts and Bits auch mal auf die Anzeigetafel und startet einen Lauf. Genauer gesagt einen 6-Tore-Lauf. Arts and Bits verkürzt bis auf 7:6. Aber anders als in der Vorwoche lässt der Urban Sports Club sich das Spiel in den Schlussminuten nicht mehr nehmen. Auch wenn Flo bei Arts and Bits immer wieder dagegen hält, schöne Tore erzielt am Ende, steht der Sieg für den Urban Sports Club mit 11:8, die damit in der Tabelle gleichziehen mit Arts and Bits.